Powered by TBF, Global Asset Management. Im ersten Heimspiel der Saison trifft die Thalwiesen-Elf auf den SV Oberachern. Oberachern am letzten Spieltag 3:0 gegen den Aufsteiger Offenburg gewonnen und somit gut in die Saison gestartet. Rielasing mit der ersten Chance nach einem Freistoß. Der Ball wird aber zu lang und Albert Marley kann ihn nicht wirklich verwerten. Auch Oberachern mit einem Standard zur ersten Möglichkeit. Der Ball auch hier zu lang. Gianluca Tolino segelt am Ball vorbei und dann geht er ins Aus. Dann springen wir schon in die 19. Minute. Obert schön am Gegner vorbei, zieht nach innen und der Abstoß geht dann doch ein Stückchen am Tor vorbei. Der anschließende Abstoß bringt direkt Gefahr für Oberachern. Wird kurz gespielt, über die Mitte weitergeleitet und nochmal weitergeleitet. Direkter Ball in die Spitze. Da ist Cemal Durmus direkt durch und nagelt das Ding in die linke untere Ecke. In der Wiederholung nochmal schön zu sehen. Cemal Durmus hat die Zeit per Volley. Nimmt er das Ding schön geschmeidig in der Luft und lässt keine Chance. Auch nach der Führung Oberachern weiter mit mehr Spielanteil. Hier die nächste Möglichkeit. Da ist Tolino aber gerade noch am Ball. Somit geht es mit einem 1:0 für Oberachern in die Pause und das ist bis dato auch verdient. Die Gäste gut im Spiel, machen viel Druck nach vorne. In der zweiten Hälfte wirkt Rielasing wacher. Hier schön Adrovic setzt sich an der Außenbahn durch, legt quer in die Mitte und Albert Marley aus der Distanz, wie man es von ihm kennt, macht ihn einfach mal wieder rein. Er zirkelt den Ball schön ins lange Eck. Hier nochmal Adrovic außen an der Seite am Gegner vorbei und Albert Marley zirkelt ihn schön ins lange Eck vom Torwart. Somit war 4 Minuten nach wieder ein Pfiff schon wieder das Unentschieden hergestellt und alles wieder möglich. Und es ging weiter nach vorne. Die nächste Möglichkeit kurz vor Spielende hatte nochmal Rielasing durch Obert. Der geht dann doch ein Stück vorbei. Viele Offensivaktionen gab es in der zweiten Hälfte allerdings nicht mehr. Und am Ende reichte es nur zu einem 1:1. Die Steigerung in der zweiten Halbzeit war vorhanden, aber mehr war dann auch nicht mehr drin. Und am Ende ist es wohl verdientes Unentschieden.